Die Sprengung legt Uranerz aus dem Fels frei. Noch ist das radioaktive Metall fest im Gestein gebunden. Um möglichst reines Uran zu gewinnen, werden die groben Felsbrocken in einer speziellen Mühle zerkleinert. Chemische Verfahren trennen dann den kostbaren Rohstoff vom restlichen Gestein. Übrig bleibt ein gelbliches Urankonzentrat, der sogenannte Yellow Cake. Auch in der ehemaligen DDR wurde jahrelang Uranerz für die sowjetische Atomindustrie gefördert. Die Landschaft muss heute saniert werden. Die Kosten bleiben an uns Steuerzahlern hängen. Mehr als 6,5 Milliarden Euro. Heute importiert Deutschland das Uran zur Stromgewinnung. Als Uranhexafluorid, auch UF6 genannt, kommt es in Gronau nahe der holländischen Grenze an. Die Behälter werden erhitzt. Das Uran wird dadurch gasförmig und strömt in das streng geheime Herzstück der Anlage, die Zentrifugen. Sie reichern das Uran-235 zum Brennstoff für Atomkraftwerke an. Uran wurde im Gegensatz zu Gas und Öl nie besteuert. Erst seit 2006 sind sämtliche Rohstoffe zur Stromerzeugung steuerfrei. Geschätzter Vorteil für die Atomindustrie über 44 Milliarden Euro. In einem Werk in Lingen wird das angereicherte UF6 weiter verarbeitet, zu kleinen Tabletten zusammengepresst und dann gebrannt. Diese Urantabletten kommen in die Brennstäbe. Die Brennstäbe werden zu etwa 5 Meter langen Brennelementen gebündelt, bereit für den Einsatz im Atomkraftwerk. Etablierte Technologien existieren auch deswegen, weil der Staat über Jahrzehnte nukleare Forschung finanziert hat. Die Kosten für Forschungsreaktoren und andere Nuklearanlagen belaufen sich bis heute auf über 60 Milliarden Euro. Nur wenn sie abgeschaltet sind, kann man einen Blick in das Heiligste eines Atomkraftwerkes werfen. Den Reaktordruckbehälter mit den Brennelementen. Im Normalbetrieb findet hier die Kernspaltung statt. Dabei wird Energie in Form von Wärme zur Stromerzeugung genutzt. Ganz ohne CO2-Ausstoß. Um den Klimawandel zu bremsen, wurde 2005 der Emissionshandel eingeführt. Strom aus fossilen Brennstoffen wurde dadurch teurer. Die Kosten tragen wir Verbraucher. Durch die Erhöhung des Strompreises verbuchen die Atomkonzerne laut Schätzungen ein Plus von knapp 9 Milliarden Euro. Nach 3 bis 4 Jahren haben die Brennelemente ausgedient. Sie bleiben aber für mindestens 5 weitere Jahre im Reaktorgebäude, im sogenannten Abklingbecken. Hier nehmen Radioaktivität und Wärmeleistung langsam ab. Dann werden sie, noch unter Wasser, in Castor-Behälter gefüllt. Im kraftwerkeigenen Zwischenlager warten die Castoren anschließend auf ihren Abtransport in ein Endlager, das es noch nicht gibt. Das Gros der Kosten für die Endlagerung tragen wir, die Steuerzahler. Die Stilllegung des DDR-Endlagers Morsleben schlägt mit etwa 2,3 Milliarden Euro zu Buche. Die Rückholung des Atommülls aus der Asse kostet mindestens 3,8 Milliarden Euro. Die Müllgebühren der Energiekonzerne decken nicht einmal 1% dieser Kosten. Nach den jüngsten Plänen der schwarz-gelben Bundesregierung zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken gehen die letzten Meiler im Jahr 2040 vom Netz. Solange produzieren sie noch radioaktiven Müll. Sollte dann tatsächlich Schluss sein mit dem Atomstrom, wird es immer noch Jahre dauern, bis das letzte Atomkraftwerk von der Bildfläche verschwunden ist. Die Kosten für den Rückbau ihrer Werke müssen die Betreiberkonzerne selber tragen. Die Atomkonzerne sind gesetzlich verpflichtet, Rückstellungen für zukünftige Kosten zu bilden. Das Geld können sie aber selbst verwalten. Schätzungen beziffern den Vorteil durch Zinseffekte und der Möglichkeit, mit den Mitteln unternehmerisch tätig zu sein, auf über 68 Milliarden Euro. Alle Förderungen zusammen ergeben eine Summe von über 200 Milliarden Euro. Und es ist noch lange nicht Schluss.
In Zukunft greift der Staat den Atomkonzern noch einmal mit etwa 100 Milliarden Euro unter die Arme. Die geplante Laufzeitverlängerung noch nicht einberechnet.